Dann sage ich mal Hallo zur Folge Nummer 8 von The Deadlinger. Ich habe in der 7. Folge eigentlich gesagt, komm, erst wenn ein neues Update rauskommt, dann machst du eine nächste Folge. Hab mich aber umentschieden. Warum? Zum einen wegen euch und zum anderen wegen mir. Wegen mir aus dem Grund, dass ich das Spiel einfach so gerne spiele. Und wegen euch zudem, weil ich noch bisher auf kein Spiel, gut, es sind auch noch nicht so viele, aber so eine gute Resonanz hatte ich bisher noch gar nicht darauf. Drum möchte ich euch noch ein bisschen vielleicht darin unterhalten. Ich weiß nicht, ob die Folgen so spannend werden wie die ersten 7 Stück, bis auf die 4. oder 5., wo ich einfach nur ein bisschen gelaufen bin. Aber will es versuchen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir uns eigene Ziele setzen. Ich sollte vielleicht, komm, schauen wir mal dahin. Dass wir uns eigene Ziele setzen. Und zwar, dass wir uns, keine Ahnung, vielleicht ein Baumhaus bauen. Was haltet ihr davon? Ich glaube, ein Baumhaus ist eine ziemlich gute Idee. Falls ihr eigene Ideen und Vorschläge oder sonst irgendetwas habt, was wir zusammen in diesem Spiel noch machen und erleben sollen, dann schreibt sie in die Kommentare auf dieser Seite unten. Und dann werde ich mich dem natürlich unbedingt saugerne annehmen. Ja, genau. Und ich habe auch schon zwei richtig fette, geile Kommentare von einem User, warte, ich muss mal kurz auf diesen Monitor schauen, von dem User Engine of Darkness bekommen. Der hat nämlich was hingeschrieben, der hat mir ein paar Tipps gegeben noch für the Deadlinger, die ich euch nicht vorenthalten will. Und zwar hat er geschrieben, Items doppelt vorhalten ist, solange man Platz hat, keine so schlechte Idee, weil die irgendwann auch kaputt gehen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich bin vom Prison mal ein bisschen wieder in die Stadt hier reingelaufen. Wir haben irgendeins von diesen hohen Gebäuden hier in der 6. Folge, glaube ich, war es, untersucht. Und wären auch schon fast dran gescheitert. Und habe mal ein bisschen geguckt, was wir noch so an Neuen haben. Ich habe eine neue Waffe gefunden. Ich habe hier so ein 308er Armo gefunden. Keine Ahnung, wofür das ist. Ich denke, für irgendein anderes großes Gewehr. Und, ja. Genau, hab halt auch mal so ein bisschen hier durchgeschaut, was wir hier noch so haben, Schönes haben. Aber hab eigentlich nichts so Richtiges gefunden. Wir haben eigentlich ganz gute Ausrüstung soweit. Was Essen haben wir auch noch genügend. Ich sortiere hier nur mal kurz das Inventar ein wenig. Sudele. Da, seht ihr, schon haben wir wieder wesentlich mehr Platz frei. Ja, genau. Und, na, noch geschrieben. Schaue ich mal schnell durch. Man sollte die Items auch so anschauen. Manchmal haben sie nämlich scheinbar unterschiedliche Stats. Nur ob das auch so im Spiel ist, weiß er persönlich nicht. Ich denke, das werden wir allerdings ausprobieren, wenn wir mal eine Waffe finden. Dann werden wir das einfach mal testen, ob zum Beispiel ein Schuss mehr in einem Magazin, ob das wirklich auch geht. Und ich lade mal nach. Das klickt jetzt ein bisschen nebenbei. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, aber ich mache es trotzdem. Ist mir nämlich egal. Blablabla, mittelgroße Rucksäcke hat er noch geschrieben, haben wir allerdings ja schon in der 7. Folge, das war nämlich auch sein Kommentar von der 6. Folge. Und er hat geschrieben, Folge 7, aufgefallen ist, aber Zombies sterben nur durch Kopftreffer. Glaube ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht. Ist mir nämlich nicht aufgefallen, ich dachte nämlich, dass man die auch so machen kann. Und zwar, er schreibt dann aber noch, später soll es dann wohl auch Verstümmelung geben. Nicht nur sowas wie das Knockback, wie bisher, wenn man nicht, die nicht am Kopf trifft. Aber das glaube ich nicht. Denn wenn ich mal das hier ausprobiere, wenn ich jetzt auch noch treffen würde. Okay. Na, vielleicht hat er doch recht. Vielleicht funktioniert das mit Waffen. Aber mit Schwertern, wenn ich hier das Katana mal in die Hand nehme und mich hier mal abrolle und mir das hier mal ausprobiere, dann sterben die eigentlich auch durch Körpertreffer, wie man hier zum Beispiel sieht. Zack, ein Körpertreffer, zack, Körpertreffer, zack, Körpertreffer und zack, Körpertreffer. Und da ist er umgefallen. Und das gleiche probieren wir jetzt natürlich auch nochmal mit der Waffe aus. So, da kommt schon einer auf uns zu und das probieren wir jetzt mal. Aber da scheint es dann wirklich nur... Boah, jetzt müsste man natürlich auch noch Munition haben. Das wäre ganz, 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 ganz was Feines. Aber wir haben scheinbar gar nichts mehr an Munition. Haben wir wirklich gar nichts mehr an Munition? Jetzt habe ich alles verballert und... Tatsächlich, wir haben keine Munition mehr. Das ist ärgerlich.
Dann nehmen wir uns dieses Gewehr hier. Ich glaube, das ist so ein Karabiner, wenn ich mich nicht ganz täusche. Probieren damit einmal einen Kopfschuss und einmal einen Körpertreffer. Und dann gucken wir mal, was dann passiert. So, hier sind wir ein bisschen weit weg. Ich muss mal ein bisschen näher ran. Wir probieren erstmal den Kopfschuss. Da fällt er sofort um. Bei einem Körpertreffer fällt er nicht um. Okay, also da hat er recht. Mit Melee Weapons muss man nicht auf den Kopf schlagen. Mit Feuerwaffen schon. Das heißt, wir haben beide recht im Endeffekt. Haben wir gut gemacht. Und danke für den Kommentar, weil das ist mir ehrlich gesagt noch überhaupt nicht aufgefallen. Genauso wie das eben, dass die Waffen kaputt gehen können. Oder was heißt nicht nur die Waffen, eigentlich alle Gegenstände. So. Genau. Gut. Das war's eigentlich schon. Also das wollte ich erzählen jetzt eigentlich als erstes. Na, so viel habe ich allerdings noch nicht erzählt. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau. Ja, nee, dass wir unsere Ziele selber setzen, habe ich ja schon gesagt, ne? Das weiß ich noch. Und noch eine Kleinigkeit, die ich erzählen möchte, während ich hier mal durchlaufe und schaue, ob es hier irgendwas Schönes gibt, was es natürlich allerdings nicht gibt. Es gibt ja auch Mods für dieses Spiel und die Mods würde ich mir ganz gerne mit euch zusammen auch noch anschauen. Also da gibt es im Moment nichts Großes. Im Moment beschränkt sich die Modderei auf andere Farbe für die Taschenlampe und das ist allerdings ein Mod, den ich ganz cool finde. Da haben wir was. So, ich crouch mal ein bisschen. Da sehen die einen auch nicht so schnell. Dass man diese Tonnen hier, dass man da die... Entschuldigung, mich juckt es gerade an der Nase. So. Dass man diese Tonnen den Deckel öffnen kann und da Sachen reinstecken kann. Und das ist eine Sache... die ich sehr cool finde, denn dann könnten wir uns mal Holz sammeln und könnten mit diesem Holz dann uns unser entsprechendes, was auch immer wir haben wollen, zusammenschustern. Wir haben hier drüben ja relativ viel Holz, das heißt, wir könnten uns eigentlich schon anfangen, hier ein Baumhaus zu bauen. Doch vorher möchte ich euch eigentlich relativ schnell jetzt mal die Barrikadierungsfunktion zeigen. Also was es heißt, hier sich für barrikadieren zu können. Dazu nein, wählen wir die Waffe hier aus und legen die erstmal wieder zurück. Ja, ist jetzt egal. Und rüsten den Hammer aus, den wir natürlich brauchen. So. Und die Axt brauchen wir eigentlich auch noch. Das mache ich auch noch gleich. Nein. Ach, mit Steuerung ist es. Das Katana legen wir auch weg und die Axt dafür da rein. Mit der Axt können wir nämlich auch ganz gut Zombies rumbolzen. Das passt ganz gut. Und wir können Holz schlagen. So. Zack. Da liegen sie auch schon wieder. Jetzt kommen hier allerdings ein bisschen viele, wie ich finde. Aber wir können ja rückwärts sprinten und die Zombies derweil dann versuchen hier umzugehen. Oh, jetzt kam auch noch einer von hinten. Ah, ich muss aufstehen. Es sind jetzt doch ein bisschen viele. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir die hier am besten wegmachen können. Ich muss mich erstmal den Einzelnen hier annehmen. Erst einmal die hier alleine so ein bisschen rumstehen. So, räumen wir mal von hinten das Feld auf. Gut, die haben sich irgendwie so ein bisschen zusammengefunden schon mal. Gut. Die haben hier auch unterschiedliche Geschwindigkeiten. Was irgendwie... Ah, das ist jetzt blöd. Jetzt bin ich ausgerechnet ganz schön langsam. Vielleicht sollte ich doch nochmal das Katana ausrüsten, um die da umzubolzen. Aber ich will die jetzt weghaben. Denn wir haben hier wunderschönes Holz und sind hier in der Stadt drin. Was natürlich für uns genau das Richtige ist. So. Falls ihr einen Trick habt, wie man besser die Zombies hier beseitigen kann, als so wie ich das mache, dann natürlich sehr gerne her damit.
So, weil so ist das alles so ein bisschen. Ich will jetzt auch keine Waffe benutzen, weil ich nicht weiß, ob die Waffe eine andere Lautstärke dann hervorruft. Aber wir haben sie eigentlich alle runtergekriegt. Sehr schön. Den hier noch. Und dann können wir uns eigentlich ans erste Häuserfällen machen. Bäume fällen, nicht Häuser fällen. Häuser fällen. Wir reißen gleich ein ganzes Haus ab. Ich glaube nicht, dass das geht. Und wir nehmen uns hier erstmal diese wunderschöne Tanne vor. Zack. Zack. So, jetzt hört man ein bisschen meine Maus klicken, aber ich will sie hier mal ein bisschen beschleunigen. Und da fällt sie auch gleich zusammen wie in... Ja, da ist sie auch schon weg. So, und hier haben wir unser Bauholz. Sehr schön. Gut, was bauen wir uns denn als erstes? Als erstes verbarrikadieren wir uns natürlich. Sollten wir... verbarrikadieren wir uns dieses Haus hier, was ich mir hier auserkoren habe. Das hat nämlich nur einen Stock. Das heißt, da passen nicht so viele Zombies rein. So, so ist das schön. Zack. Ran hier. Und da hängt das auch schon. Und dann holen wir uns mehr Holz. Und danach bauen wir uns dann unseren wunderschönes Baumhaus. So. Könnte jetzt ein wenig dauern, dieses Haus hier zu verbarrikadieren, aber wir haben dann immerhin ein Haus, wo wir ein wenig Schutz drin haben. Nicht wirklich viel, aber ein wenig immerhin. Falls, so, falls die Zombies meinen, uns, ja, verfolgen zu müssen oder was weiß auch immer ich. Genau. Aber das sind jetzt, wie gesagt, meine Ideen. Wenn ihr eigene Ideen habt, eine Sache, die ihr mal sehen wollt in The Deadlinger oder ausprobieren wollt, dann schreiben, schreiben, schreiben. Ja. In die Kommentare. Ist klar. So, den müssen wir mal drehen ein wenig. So, blapp. Randa. Schön. Du gehst mir ein bisschen auf die Nerven, dass du gerade hier so nah dran bist. Dich machen wir jetzt mal weg. Ich weiß auch gar nicht, wie die Zombies spawnen, also ob die jetzt in unserer Nähe spawnen können, wenn wir hier gerade unser Häusle verbarrikadieren. Da bin ich mir gar nicht so sicher. So, ich habe mal den Hammer wieder ausgerüstet. Das kann man über die Tasten 1 und 2 machen. Da haben wir zwei verschiedene Slots, werden im Inventar allerdings nicht angezeigt. Also man hat da dann so rum. Hat dann da einfach was drinnen. So, ich weiß nicht, ob das reicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hoffe mal. Ich muss auch ehrlich gestehen, jetzt das ganze Haus hier zu verbarrikadieren. Das ist irgendwie gerade so ein bisschen... Wir müssen nochmal einen neuen Holz fällen, neuen Baum fällen, denn diese Platten sind einfach ein bisschen besser. Wir haben ja auch schöne, schöne Bäume. Fall endlich runter. Das will nicht. Komm schon. Geh kaputt. Oh. So. Sehr schön. Und hier kam natürlich gar kein... Ah doch, da... Au, oh, drei Stück sogar. Sehr schön. Ach, bevor ich jetzt da hier das hier mache, bauen wir uns jetzt hier irgendwie so ein Baumhäusle oder sowas. Man kann auch, wenn ich mich nicht ganz täusche, das muss ich mal schnell ausprobieren. Ich habe das geglaubt zu lesen, dass das funktioniert, aber irgendwie funktioniert das hier nicht. Haben wir unseren Hammer überhaupt in der Hand? Ich bin gerade nicht sicher. Doch, wir haben unseren Hammer in der Hand. Huch. Hallo? Kommst du wieder in... Passt alles wieder? Ja? Spakotiletes beendet? Sehr schön. Sehr schön. Sehr schöne Sache. So, irgendwie kann man die auch hier in den Boden reinstampfen. Ich muss mal schnell schauen, wie das gehen könnte. Aber ich sehe jetzt auch den Hammer nicht mehr. Hier tut sich auch überhaupt nichts. Ich glaube, das sind nämlich die kleinen, die man hier in den Boden reinstampfen kann. Hm. Geht das vielleicht hier eher? Vielleicht geht das nur hier. Aber ich kann ihn jetzt schon irgendwo festnageln, oder? Das geht schon.